Hallo und willkommen zurück bei RimWorld! Ja, und wie soll ich sagen? Wir leben noch! Wir leben noch! So mehr oder weniger halt. Naja, wenn jetzt mal nochmal so ein richtiger Angriff kommt, wird schwierig. Wir werden die hier übrigens nicht töten, denn mir ist was ganz Interessantes eingefallen. Anstatt unsere Verteidigung hier so ultra hart hier zu verstärken, wie wäre es einfach, ich tue erstmal hier alles, was Verteidigung ist, erstmal wieder rausnehmen. Ja, auch die Androiden raus. Und wenn wir jetzt auf Mechanodroiden steuern gehen würden, das wäre doch viel sinnvoller, wenn wir sie übernehmen. Hier, Mechanodroiden. Hive Data Tracking. Ja, rein. Alles rein hier. Hier ist der Mechanodroiden-Kontrollgürtel. Die Module und sowas lassen wir jetzt erstmal. Weil ich habe mich noch nie mit dem Mod, what the heck ist das ja, befasst. Aber da wir ja hier so ein großes Mechanodroiden-Problem haben, könnten wir, ist das die perfekte Gelegenheit, den zu nutzen. Ich wäre schon viel früher drauf gegangen, wenn ich gewusst hätte, dass hier so ein krasser Angriff spawnen kann. Also ich werde hier auch mal, die sollen mal erstmal wieder die Basis reparieren. Deswegen werde ich jetzt die hier alle erstmal rausnehmen. Was macht er denn jetzt? Naja, er muss auf jeden Fall erstmal bauen. Ich weiß gar nicht, welcher hier drin war. Aber hier sieht nach Jade aus. Gold. Kann Gold sein? Ich werde jetzt alles, was erstmal nicht so wichtig ist, pausieren. Wir haben gemerkt, die doppelte Stromleitung wäre schon sinnvoll, aber eine Baustelle nach der anderen. Die haben zwar schon viel kaputt gemacht, aber ich würde sagen, wir haben schon irgendwie auch Glück gehabt. Und nicht, dass der feige Jo sich hier verkrochen hat. Wobei, hätte das nicht gemacht, wären wir verloren. Hätten aber vielleicht doch schon früher gewinnen können. Vielleicht hätte dann noch wer anders überlebt. So, hier müsste Silber gewesen sein. Das heißt, hier war tatsächlich Gold. Und er hat sogar die Einstellung übernommen. Gut, wusste ich gar nicht, dass er das macht. So, Jo, kannst du noch mal... Nein, er braucht Material. Wahrscheinlich Bauteile. Alles, was Bauteile braucht, wird jetzt erstmal pausiert.
Hier war Heu noch gar nicht eingestellt. Huch. Hier muss ich noch Leitung abreißen. Warum wird er so langsam befüllt? So, Jo, kannst du jetzt einen weiteren T1-Androiden bauen? Ach, das ist T2. Ich dachte gerade, was? 8 Bauteile, Alter, das ist heftig. Aber Jo ist dabei. So, ich habe eine Waffe. Dass der fertiggestellt wird, ist auch wichtig. Sollten wir bei den neuen das vielleicht dann direkt so machen? Dass wir die dann direkt doppelt abgesichert machen. Das heißt im Prinzip, dass wir es wieder so machen, ne? Gut, hier wird's was interessanter. Wie weit sind die eigentlich immer auseinander? 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also immer beim fünften. 1, 2, 3, 4. Also 4 ist Platz. So. Na, da kann dann einer kaputt gehen. Das hält uns dann halt noch nicht auf. Natürlich jetzt auch praktisch, dass hier halt so die Kästchen sind, ne? Dann kann man gut zählen. Waffenhändler. Hey Anderson. Also noch Anderson. Kauf mal Bauteile.
Wir verkaufen jetzt das Brain, den Mining Arm, das Soldier Implantat behalten wir erstmal. Wir müssen jetzt erstmal die Maske. Ja, wobei ich habe eigentlich genug Silber, ne? Dann können wir die Sachen eigentlich behalten. Ich dachte, ich muss jetzt auch erstmal für Silber sorgen. So. Warum brennt es da eigentlich überhaupt? Dann würde ich sagen, fangen wir mit Pascal an. Pascal. Pascal. MK1. Leertaste, Leertaste. So. Er kriegt natürlich wieder, also er wird wieder Berserker. Diesmal hat er aber auch noch andere Berufe. So, wenn ich das richtig sehe, also Pascal hat geschrieben, Pascal war Menschenhasser und Berserker. Ich weiß, er hatte 10, aber da er jetzt ja Nebenberuf und Hobby hat, kriegt er jetzt erstmal nur 6. So, Tiere. 2, Felder 4. Na, Tiere 2 wird nicht, das wird Tiere 3. Also Tiere ist dein Nebenberuf. Und Felder wird dein Hobby. 5. Finde ich sehr gut. Pascal hat noch dazu drunter geschrieben, Nahkampf gleich Berserker. Ja, ist ja klar, ne? Das ist aber überhaupt kein Problem. Also wenn du Berserker schreibst, dann ist das für mich Nahkampf. Und Soldat ist für mich Fernkampf. Ne, ist überhaupt kein Problem. So. Alter, das Feuer kriegen wir, glaube ich, nicht so schnell gelöscht. So, er wird Erlegen als Höchstes haben. Danach die Tierpflege. Und dann die Feldarbeit. Das heißt aber, dass er nicht mehr Transport und Reinigen so hoch ist. Ne? Dann wird Dinom der neue Träger. Wobei Dinom will ja eigentlich nicht... Dinom hat ja nie gesagt, was er haben will. Deswegen werden wir ihn... gar nichts geben. Dann machen wir das einfach so. Mike hat ja auch nichts geschrieben, dann wird Mike der neue Träger. Haben wir noch einen Kommentar von Pascal? Ja, tragen und putzen nicht vergessen, danke. Ja gut, das war noch vor alle gestorben sind. So, hier Dinom-Kommentare. So, ich finde gut, dass du die Wand randominisiert hast. Ach, die Wiese randomized hast. Auch noch mal ein paar vereinzelte Blumen dazwischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Shit. Wenn die Wiese so hoch ist, sehe ich das einfach nicht. 6. 7. Jetzt leckt es aber. Also 1. Zwei.
2. Drei. Vier. Fünf. Zwei. Sechs. Sieben. Heugras machen wir wieder raus. Da machen wir jetzt das Gras. Ein Waffenhändler. Der ist doch schon wieder weg. So, der nächste Android ist da. Das wird jetzt Götterfunke. Also ich glaube, der hatte Forschung. Medizin. Hatte der nicht auch Fernkampf? Zumindest weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Warte, was steht denn im Discord? Wobei ich weiß nicht, ob er das im Discord geupgradet hat, was er da reingeschrieben hat. Gucken wir mal. Ich glaube, der Einzige, der es eigentlich gemacht hat, war Jo. Okay. Sozial. Stimmt, er hat immer irgendwie was mit... Er war immer der, der gehandelt hat. Jogger steht zumindest im Discord. Die anderen machen keinen Sinn, weil die für Menschen sind. Naja, Götterfunke, du kannst ja gerne nochmal reinschreiben. Ansonsten mache ich es jetzt erstmal so. So, Arzt hat natürlich die höchste Priorität. So. Tun wir den auch schon mal... So, Pascal tut angreifen. Ich setze alle mal auf angreifen. So, Micha ist normal. Pascal ist Berserker. Götterfunke ist Wissenschaft. Pascal kriegt das Messerchen. Götterfunke kriegt den Revolver, Micha kriegt die Pistole. Braucht einer noch Kleidung?
Ja, ich brauche eine Hose. Ich meine, hier liegt eine Hose. Wieso ziehe ich denn nicht die Hose an? Also ich brauche auf jeden Fall auch noch eine Kapuze. Micha ist der Einzige, der sehr gut gekleidet ist. Er hat sich jetzt seine die Schutzhose ausgezogen. Das heißt, jetzt brauchen wir noch eine Hose. Also wir brauchen zweimal noch eine Hose. Götterfunke braucht auch noch eine Hose. Wir machen einfach 4 Hosen. Dann machen wir nochmal 3 T-Shirts. 2 Hemden. 2 Cowboy-Hüte. 2 Laborkittel. Einfach durch. Wieso liege ich? Was ist mit mir passiert? Warum liege ich? Warum? Unterernährt? Oh lol. Ich habe vergessen, hier Strom zu machen. Sterbe ich jetzt, weil ich hier nicht auflade? Doch, ich bin wieder fit. Okay, hier lädt man zum Glück auch Strom auf. Alles gut. Dann machen wir mal weiter im Text. Weiter mit Dinorm. Gut, dass wir Andro und Gynoiden sind. Einfach eine neue Hülle bauen und das Backup ins positronische Gehirn laden. Tatsächlich, wenn wir diese Teile hier hätten, dann wäre das tatsächlich genauso. Also dann würden wir tatsächlich die Dinger... Also dann können wir das Bewusstsein hochladen und wieder runterladen. Ein Hype. Alter, das ist ziemlich nice. Hat keiner die Minigun? Doch, ich hatte die Minigun. Jo, kannst du die nicht reparieren? Nun gut, weiter im Text. So, Mich hat geschrieben, krass, was für eine Schlacht. Ja, bester Mann. Ja, die Verteidigung wäre, glaube ich, angemacht. Ja, ja. Bei Androiden-Eigenschaften statt Kannibale menschenhassend. So, wir nehmen die ganzen Sachen hier wieder in Betrieb. Was bei Basisnähe ist. Hier liegt ein Skelett. Haben wir gar keine Abfallzone für Skelette? Oder haben wir einfach nur keinen mehr, der tragen tut? Hier wird jetzt irgendwas mit Holz repariert.
Also jo, ne? Gut jetzt, du willst einzelne Holzteile reparieren. Schön, dass man Holz reparieren kann. Sandsäcke reparieren, auch so ein Ding. So, weiter im Text. Jo-Kommentare. Was ein Scam. Warum bekomme ich die Hose nicht? Hab nichts gesagt. Hast sie ja bekommen. So. Das Gras ist wohl nicht ausreichend gewachsen. Kann gar nicht sein. Ist ausgewachsen. Zählt nur irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum das nicht zählt. Vielleicht liegt's am Biom, ne? So, weiter im Text. Das Gras ist wohl nicht... Also haben wir... du musst die Hühner eine Eier nach drinnen bringen, sonst schlüpfen keine neuen. Es gibt doch auch einen Hühner-Ding, ne? Also eigentlich wollte ich eh nichts mit den Hühnern machen. Ich will andere Hühner haben. Und zwar die mechanischen. Wo ist denn dieses Eierlegteil? Es gab doch mal eine Eierbox. Bin ich blind? Ich sehe es nicht. Hier, Eierkiste. Bei divers. Stell sie mal da hin, gucken, ob es funktioniert. Elektronisches Klo. Götterfunke ist schon direkt hier wieder dran beim Forschen. Fast alles beim Alten. Es fehlt eigentlich noch Mike. Und die Norm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir haben genau sieben Slots. Perfekt. Weiter im Text. So, mach meine Kleidung please schwarz. Ich hoffe, du willst jetzt nicht jeden Holzbrocken nehmen, um den zu reparieren. Irgendeiner muss den mal reintragen, das geht ja gar nicht. So. Ah, nicht gesehen. Danke fürs Erklären. Ich weiß nicht, worum es geht. Leichen ausziehen nicht vergessen. Okay, wird beim Zerlegen eh schon gemacht. Genau. So, der Leistungsschalter deckt 1800 Watt ab. Die große Batterie allein hat Fassungsvermögen 2000. Geht sich nicht aus, brauchst wohl noch einen. Was? Gut, wir reißen diesen Ponückel ab, den Jo ganz am Anfang weg haben wollte. So, haben wir mal wieder genug? Noch nicht. Wahrscheinlich, weil ich die alle hier wieder mit reingenommen habe. Nehmen wir sie wieder raus, bis zumindest alle Leute wieder da sind.
Und gut, weiter im Text. Nice, eine Sniper. Oder auch nicht. Gönnst irgendwie gar nichts. Ja, also ich meine, du hast ein Energiegewehr. Willst du jetzt einen Sniper haben anstatt das Energiegewehr oder was? Du bist doch Soldat. So, warum wird Rüstung zerlegt, wenn man sie auch reparieren kann? Wo wird denn hier Rüstung zerlegt? Wird doch keine Rüstung zerlegt. Hm. Vielleicht muss ich das irgendwie unterbinden, dass hier Holz repariert wird. Objekte finde ich okay, weil die sind viel wert, aber Holz? Der ganze Stahl ist schon aufgebraucht. Na gut, weil Pascal nicht mehr tragen tut. Ist natürlich die Schlacke auch weit weg. Weiter im Text. So, Dream Team am Start oder auch nicht. So, ich bin einfach der Krasseste. Jo, das glaube ich nicht. Immerhin warst du der Einzige, der sich vom Kampf gedrückt hat. Deswegen hast du zwar überlebt, aber du hast dich gedrückt, während alle anderen draufgegangen sind. So, ohne die Panzer hättest du das easy hinbekommen. Ja, habe ich ja gesagt. So, RIP alle außer Jo, ja. Bei allem Sterben, also beim Sterben wird alles zurückgesetzt und beim Upgraden nicht. Ja, wie gesagt, das könnt ihr für euch entscheiden. Wenn ihr wollt, dass wenn ihr euch auf MK Stufe 2 upgradet, das übernommen wird, dann kann ich es übernehmen. Aber wenn ihr das auch zurückgesetzt haben wollt, dann kann man das auch machen. Das liegt an euch. So, wir brauchen Schildgürtel für Pascal und bessere Rüstung. Ja, aber was nicht funktioniert, ist hier das Persona Mono-Schwert mit einem Schild, by the way. Aber ja, brauchen wir, da hast du recht. So, den Springern könntest du Jump Packs geben. Das ist eigentlich eine gute Idee. Also hier beim Schachbrett nehme ich mal an. So, durch die Verteidigungsalarm kommen auch krassere Gegner. Ja, aber auch nicht so krass. Also du musst schon sagen, die Verteidigung, die ich hatte, war jetzt nicht so krass, dass das hier gerechtfertigt wurde. Nun gut, ich würde sagen, das war's aber erstmal für diese Folge dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffe ich, dass dann wieder alle da sind. Dann wird ja auch mal wieder geputzt. Also bis dann. Ciao!